Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, zu den Dingen, die mir immer etwas schwerfallen, ist, wenn Leute mich fragen, was denn mein Lieblingsessen sei. Manche fragen, was mein Lieblingsbuch ist oder was mein Lieblingsfilm ist. Oder gerade ist gefragt worden, was ist denn Ihre Lieblingsstelle in der Bibel? Mir geht es eigentlich jedes Mal so, dass ich es schlichtweg nicht weiß. Ich habe noch nicht einmal ein Lieblingsessen. Also ich weiß Sachen, die ich absolut nicht mag, Grießbrei und dergleichen, aber ein Lieblingsessen, ein Lieblingsdingster, ich tue mich immer schwer damit, weil für mich gibt es verschiedene Lebenssituationen und da passt mal das eine, mal das andere. Und ehrlich gesagt, ich fände das auch ziemlich fade, immer nur das Lieblingsessen zu haben oder immer nur seine Lieblingsbibelstelle zu bekommen. Da würden einem die spannendsten Sachen entgehen. Wenn man das Evangelium, das ich eben vorgelesen habe, vergleicht mit den Fassungen, die bei Matthäus und Markus stehen, dann fällt einem auf, dass dort Jesus gefragt wird, was ist das erste Gebot von allen? Während hier die Frage im Lukas-Evangelium anders formuliert ist, da wird gefragt, was muss ich tun, um ewiges Leben zu gewinnen? Und ich denke, dass diese kleine Variation sehr, sehr präzise gesetzt ist, weil gerade in dem Zusammenhang, auf den es das Lukas-Evangelium hier ankommt, wird nochmal deutlich, es geht nicht um ein erstes Gebot oder gar ein Lieblingsgebot, die einen mögen das Gebot lieber, die anderen mögen das Gebot lieber. Welches hätten Sie denn gerne an erster Stelle, so in der Art? Sondern es geht um die Frage, wenn ich wirklich leben will, richtig, erfüllt leben, was braucht es dazu? Und dann kommt nicht irgendwas, was an erster Stelle steht, sondern dann kommt etwas, was alles durchdringt, was alles prägt. Das, was für alles, was wir an Geboten und Regeln und Lebensmaximen oder was immer haben sollen. Davon redet dieses Evangelium, das ist hier gemeint. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele, mit all deiner Kraft und all deinen Gedanken und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Das ist für jeden gläubigen Juden, damals wie heute selbstverständlich, das ist das Geschenk, in einem solchen Satz zusammengefasst zu bekommen, was das Leben lebenswert macht. Ewiges Leben meint ja nicht einfach langweilig, immer hintereinander gehängt, wir müssen immer weiterleben, sondern das meint ganz präzise Leben, das trägt und das bleibt, das wertvoll ist und das in Beziehung steht miteinander und mit Gott. Weil das eigentlich jedem Juden klar ist, muss der Gesetzeslehrer für seine Frage, Jesus sagt ihm ja, hör mal, schlag deine Bibel auf, da steht es drin, muss nochmal nachschieben, was eigentlich eine Legitimation für seine Frage ist und er fragt nach, wer ist denn mein Nächster? Und in der Weise, wie Jesus antwortet, wird nochmal für mich deutlich, was dieses Doppelgebot der Gottes- und Nächstenliebe soll. Eben nicht eine erste Regel, ein Gesetz, irgendwas, was ich abhandeln muss oder sollte, sondern dass darin eben etwas über mein Leben ausgesagt wird, wie es gelingen kann. Indem Jesus schlichtweg sich eine Geschichte ausdenkt und sie erzählt. Ein Beispiel bringt, in dem das deutlich wird, worum es hier geht. Dass die Entscheidungsfrage, was ich mit meinem Leben machen soll, eben nicht eine der abzuhakenden Lebensgebote ist, sondern dass es sich ereignet in dem, was mein Lebensumfeld ist. Und so geht es diesem Geschäftsmann hier aus Samaria. Der ist auf der Reise. Unser Leben liegt oben in den Bergen, Jericho, weit unten. Es geht ein schluchtenreicher Weg runter. Und dort ist einer unter die Räume gefallen, liegt am Wegesrand verletzt. Vorhin kommen zwei andere vorbei. Typischerweise, die Theologen und Priester kommen bei Jesus immer schlecht weg. Sie sehen ihn und gehen weiter. Jetzt muss man sich klar machen, dieser Geschäftsmann hat ja andere Pläne gehabt. Der ist ja nicht morgens aufgebrochen und hat sich überlegt, wo finde ich heute einen, der unter die Räuber gefallen ist, um ihm zu helfen. Sondern der kommt dort vorbei, sieht das. Von Barmherzigkeit ist die Rede. Also sieht es mit offenem Herzen und offenen Augen und macht das, was er tun kann. Erste Hilfe, wie er es gelernt hat,
gebt dann den Verletzten noch ein Reittier, bringt ihn zur nächsten Herberge. Viel Zeit hat er nicht, er hat ja noch seine Geschäfte zu erledigen. Also gibt er dem Wirt die zweite Nahrung und sagt, sorge für ihn, damit der Kerl wieder auf die Beine kommt. Und das tut er. Er gibt dem Wirt diese zweite Nahrung und zieht weiter. So einfach und praktisch ist die Antwort auf die Frage, wie dieses ganz Grundlegende der Einheit von Gottes und Nächstenliebe eigentlich im Alltag aussieht. Nicht etwas, was ich mir als Lebensprogramm vornehme, sondern indem ich es für mich selbstverständlich habe, diese Grundhaltung der Liebe, indem ich mir das immer wieder sage, ein guter Israelit schreibt es sich auf die Stirn, bindet sich es um den Arm, hört es immer wieder, wir singen es in unseren Liedern, indem es uns selbstverständlich wird, wenn dann die Situation kommt, so zu leben und danach zu handeln. Ich glaube, das ist, was Jesus hier in seiner Antwort sagt. Und ich kann mir vorstellen, dass es in etwa so, wie Pastor Sigurd Wilhelm gegangen ist, gut 500 Meter von hier in der St. Pauli-Kirche. Der hat sich das auch nicht strategisch als Plan ausgedacht, wie sollen wir Asylbewerbern Flüchtlingen aus Afrika helfen, die da über Libyen und Italien hier in Hamburg gestrandet sind, sondern die sind vor seiner Haustür gelandet. Es gab diesen Punkt, wo man nicht wegschauen kann, sondern wo Hilfe gefragt war und es haben sich andere aus der Gemeinde gefunden und immer mehr ist es Hamburg. Und es sind dann die 80 Flüchtlinge, die dort drüben in der St. Pauli-Gemeinde ja eine Art Asyl gefunden haben, auf jeden Fall Zuflucht. Und ich denke, da ist genau das passiert, was dem Samariter passiert ist. Eine Situation, der man sich stellen muss, die man sich nicht ausgesucht hat, wo man nicht weiß, wo das hinführt, aber einfach das tut, was dran ist. Deine Gemeinde und er haben vermutlich nicht entschieden, dass das passiert, ob sie diesen Flüchtlingen Asyl und Zuflucht geben, sondern es ist ihnen passiert. Oder, vielleicht müsste man genauer formulieren, Gott hat ihnen diese Berufung geschenkt. In den Menschen, die ihnen begegnet sind. Den vielen Hamburgern, die sie dabei unterstützen. Gott schenkt Berufungen dort, wo ich bin und lebe. Und es ist an mir, die Augen aufzumachen und nicht vorüberzugehen, sondern das zu tun, was ich tun kann. Deswegen nochmal die Frage, ist jetzt Pastor Wilhelm und ist die St. Pauli-Gemeinde 500 Meter weiter besser als wir? Gar nicht so schlecht, die Frage mal zuzulassen zumindest. Aber ich denke nicht, dass es darauf ankommt, sozusagen nach einem Maßstab moralischen Handelns zu schauen, wer ist besser und wer ist schlechter. Sondern dieser biblische Grundsatz der Einheit von Gottes und Nächstenliebe geht es eben nicht platt um eine moralische Frage, sondern wann immer die Bibel darüber spricht, geht es nicht um Moralregeln, sondern um Leben, um Beziehungen. Und letztere sind unter Menschen kompliziert. Dabei ist es ja im Evangelium sogar noch relativ einfach, die Situation. Der Mann ist unter die Räuber gefallen und am Schluss wird in der Herberge so weit wiederhergestellt, dass er auf eigenen Beinen nach Hause gehen kann. Die Situation mit den Flüchtlingen aus Afrika ist deutlich komplizierter. Da kommen nicht nur Fragen der Gemeindeordnung von St. Pauli mit rein, stadtpolitische Themen, nationalpolitische Themen, europapolitische Themen, die Globalisierungsfrage, die Frage Afrika, Europa, das spielt ja alles damit rein. 40 Millionen Flüchtlinge weltweit, eine Viertelmillion Flüchtlinge davon, die in Europa hier nicht ankommen. Und das ganz konkret mit Menschen, deren Gesicht sich zeigt, die begegnen, die Gott uns vor die Füße legt. Hochkompliziert und da gibt es keine einfachen Lösungen, es gibt keine einfachen Antworten. Sondern Pastor Wilhelm und die Gemeinde hat sich von Gott in eine Situation führen lassen, die erstmal dazu führt, dass sich das eigene Denken und Wahrnehmen verändert. Ich habe das im Kleinen in einer Gemeinde erlebt, wo einer auch in einem Asylbewerberverfahren bei uns war und die anderen, die über ihn überhaupt zum ersten Mal mit dem Thema konfrontiert wurden, dass er ein konkreter Mensch ist und nicht eine abstrakte Zahl, zum ersten Mal erlebt haben, was es bedeutet, sich für einen Menschen einzusetzen, zum ersten Mal erlebt haben, was dieses System des Asylverfahrens in Deutschland mit Menschen tut und anstellt und wie diese Art, sich mit einem solchen Thema auseinanderzusetzen, mich als Menschen verändert, meine Wahrnehmung.
Und da wird einem deutlich, dass eine solche Situation nicht einfach darin besteht, dass ich etwas Gutes für andere tue, sondern dass es entscheidend ist, dass Gott an mir handelt, durch den Menschen, den er zu mir schickt. Achten Sie mal darauf, wie das Evangelium endet. Es war ja die Frage der Schriftgelehrten, und wer ist mein Nächster? Und dann erzählt Jesus diese lange Geschichte vom barmherzigen Samariter und fragt ihn dann, und wer von den drei, Priester, Levit, Samariter, wer von den dreien hat sich als der Nächste dessen erwiesen, der unter die Räuber gefallen ist? Verzeihen Sie, die Grammatik ist etwas kompliziert, aber es steht zum Evangelium. Wer hat sich als der Nächste dessen erwiesen, der unter die Räuber gefallen ist? Also nicht, für wen ist der unter die Räuber gefallen der Nächste, sondern der Samariter findet sich auf einmal als der Nächste dessen, der unter die Räuber gefallen ist. Und ich denke, dass eine solche komplizierte Formulierung an der Stelle dasteht, die eigentlich paradox ist, hat einen guten Grund, dass Jesus an der Stelle uns darauf aufmerksam machen möchte, dass wo wir uns einlassen auf eine solche Beziehung, wo wir uns einlassen darauf auf eine Berufung, die in unserem eigenen Alltag stattfindet, dort ist es eben nicht die glatte und einfache Lösung. Dort ist es nicht die klare Regel, nach der wir handeln. Dort ist nicht etwas, wo wir sagen könnten, das muss aber jetzt jeder so machen, sondern das ist etwas, wo wir auf einmal selber zum Nächsten dessen werden, den Gott uns schickt, weil er uns braucht. Vielleicht verstehen wir dann auch, warum es in diesem Gebot um das Doppelgebot von Gottes und Nächstenliebe geht, die nicht voneinander zu trennen sind, aber wo ja gerade in der Liebe zu Gott so deutlich gesagt wird, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft, weil in eine solche unabsehbare Situation hinein, von der ich nicht weiß, wie sie ausgeht, von der ich die Lösung nicht habe, von der ich nicht weiß, was sie mit mir anstellt, ist die Voraussetzung, dass ich mich einlasse auf einen solchen Prozess, überhaupt, dass ich diesem Gott zutraue, dass er es gut mit mir meint. Gut mit uns meint, wenn wir als Gemeinde gefragt sind. Gut mit mir meint, wenn ich in eine solche Situation geführt werde. Ja, vielleicht ist das der Grund, warum wir uns raushalten aus Situationen, wo wir Angst haben, wohin könnte das führen und was gehe ich hier für Verpflichtungen ein und ich kann doch nicht helfen. Ich kann doch nicht 80 Leuten aus dem deutschen Asylrecht mit dem italienischen oder europäischen Asylrecht oder ich weiß nicht was, das geht doch alles nicht. Es gibt so viele Gründe, es von sich fernzuhalten. Und es gibt nur einen Grund, so etwas an sich heranzulassen. Ein Vertrauen daran, dass Gott selbst mich in eine solche Situation führt, wo er mein Herz wach genug macht, um nicht vorüberzugehen, sondern hinzuschauen. Unabsehbarkeit der Nächsten, die uns vielleicht in ganz undramatischen Situationen in unserem eigenen Leben passiert, wo es aber vielleicht eine Situation gibt, wo wir uns involvieren lassen müssen, weil wir uns an der Seite von einem finden, der unter die Räuber gefallen ist. Und dann entscheiden wir nicht, machen wir dies, machen wir jenes. Wir wählen uns nicht aus, sondern wir finden uns von Gott berufen, der zu sein, der wir sind. Und das Leben zu finden, ja, ewiges Leben, sinnvolles Leben, kraftvolles Leben, weil es mit Gott gelebt ist, vertrauensvoll auf ihn, in die Unabsehbarkeit dieses Lebens hinein. Amen.